So, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde GTA. Heute mal so ein bisschen Blödsinn, so ein bisschen hin und her, ein bisschen was von allem. Im Prinzip so wie die letzten Tage auch schon. Da sind sie schon wieder weg. Mann. So, gucken wir mal eben hier. Gleich dabei, weil das ist ja online. Da ist er doch. Ja, aber das Internet gehen, ey. Sehr komisch. Gucken wir mal, was können wir machen. So ist die KI hier schon ein bisschen Banane. Ja, was habe ich gestern so alles gemacht? Aber keine Ahnung, warum er nichts mehr hat. Dieses taktisch schlicht, ne? Kann das bitte einmal dranbleiben? Meine Fresse, ey.
Ist ja auch geil. Weiß sofort jeder, wo man herkommt. Couldn't have picked better myself. Getting to where the whole damn TV is fucking garbage. True. Nein, damit kann ich so. Das Auto sauber machen hier. Last night when you were all asleep, I replaced your memories artificially. Try and remember something, it didn't happen. Your recollection is entirely synthetic. Mine too. I'm not a doctor, I just think I am. Das ist nach wie vor noch total billig gemacht, das Waschen. Und es bringt halt auch irgendwie wenig. Meine Karre war sauber, aber... So. Haben wir das auch erledigt? Come on, der? Bud! You're missing out here! You need some PST!
So, erstmal ein bisschen Flugschule hier. Diese Weltrekorde, ne? 0,055 Sekunden. Sowas ist doch nicht normal. Was ich mache, wie ich abschließe. Falls and land on a target. The closer you get to the target,
target to York. You will be jumping out that plane till you land right or die. You see the parachute? Jump after it. Angle your body to fly through the air quicker. You'll be able to travel further horizontally if you slow down. Try to anticipate the parachute's position and meet it. You got it. Open the chute when you're ready. Now, try to land on the target, Julie. Flugzeug landen bei schlechtem Wetter. Over here we got two kinds of weather, trainee. Clear skies, field grade weather, that's the stuff I fly in, and soupy shit, company grade weather, stuff we send you turds up in. Let's test your abilities in adverse weather conditions. Land this Titan at the airport during a storm. What are we know from falling in Lost World? Because we're a one-stop shop, we're teaching you to be a rotorhead too. So, let's see if you can land a helo on a moving trailer without killing yourself or the driver. Touch down on the back of the trailer before the truck goes into the tunnel. The aim is to land on the trailer as quick as possible. Bring the chopper down to just above the trailer. You'll need to match the speed.
Mann, jetzt. Oh, ey, ich hasse die Steuerung am Rechner, Alter. Ah. Ich muss das unbedingt umlegen. Nee, ich muss die Steuerung umändern. Das geht so nicht. Ja, komm, hau ab, ich will die Steuerung ändern. Ey, das ist zum Kotzen, das geht überhaupt nicht. Der scheiß Jet auf. Steuerung in dem Spiel ist zum Kotzen. Das ist nur Bronze, Alter. Der war gerade noch drüber angekommen, der LKW. Was muss denn, was ist denn dann Gold? Reinfliegen und das LKW explodiert oder was? Fliegen, Information. If you're about done playing with yourself, we're gonna see if you can perform with others. You're gonna fly three group maneuvers, keeping in close formation with other planes. Follow command, stay tight, and do not jeopardize the safety of your crew. Steuerung hasse, Alter. Meine Fresse, ey. Boah, Mann, fick dich. Mann, die Flugsteuerung im Spiel ist echt zu kotzen. Hey, Merhel. Nee, Tastatur. Flugsteuerung ist im Spiel zu kotzen mit Tastatur. Mann.
Jetzt Helikopter und schießen, ey. Now we're gonna test your abilities in an attack helicopter. The Buzzard is equipped with a multi-barrel machine gun and air-to-ground missiles. We call them pocket rockets. Use the weapons available to take out this series of targets. Tastatur, Kollege. Okay, fly to the shooting range up ahead of you. See the first set of targets? Try to take them out. You might find it easier using the gun camera view. Weiß ich nicht, ob man mit Joystick spielen kann, wahrscheinlich, ja. Meine Fresse, diese Steuerung, ich raste gleich aus hier, echt. Meine, ey, echt, ich raste hier gleich aus, Mann. Diese Flugsteuerung ist zum Kotzen in dem Spiel auf PC umgesetzt. Aber sowas von. Dann sollen sie eine verkackte Maussteuerung anmachen, ey, echt. Aber noch nicht mal das funktioniert. Oh, ey, ernsthaft, ey. Hallo, das Ziel ist doch drauf, meine Fresse. Ja, hallo, ist ein Ziel. Rotorblätter, sind auch scharf, ist auch eine Waffe. Mache ich nochmal. Oder war das jetzt alles? Ah, ich ab. Ach nee, oh, nee. Hab ich abgeschlossen. Durch den Kurs und fliege dabei so dicht wie möglich um jeden Kontrollpunkt. Dann sollen wir Maussteuerung anmachen, ernsthaft. Now we're gonna see if you can keep your nerve and lose your respect for civilian lives on the ground with some low altitude flying. Follow the course.
Das wird ja lustig. Wie oft soll ich neu starten? Ja. Ah, ey. Das ist das Beste, was zu tun ist. Und dann noch mit so einem scheiß wendigen Ding hier, ey. Ja, wie oft soll ich neu starten? Mit der verkackten empfindlichen Steuerung, wo man nichts navigieren kann. Der Pimmelsteuerung, ernsthaft, ey. Geht echt überhaupt nicht. Luftfahrzeuge. Ja. Jetzt erkennt er mein Gamepad noch nicht mal, da will der mich verarschen. Ernsthaft, will der mich hier verarschen? Jetzt erkennt er mein Gamepad nicht. Ey, das ist doch zum Kotzen, ernsthaft. Ist das jetzt automatisch erkannt oder was? Mein Gott, diese Tore, ne? Gehen mir ein bisschen auf den Senkel. Ja, gucken wir mal, ob er das automatisch erkannt hat.
Vibration gerade gehen mir tierisch auf den Sack. Wofür stelle ich in dem Menü? Wofür stelle ich im Menü die fucking Vibration aus, wenn es dann trotzdem vibriert? Ernsthaft, ist dieses Spiel ist, was sowas angeht, noch voll für den Arsch. Also Fliegen kann man in der PC-Version echt vergessen. Geht echt überhaupt nicht. Es ist zum Kotzen. Ja, ach, fick dich doch, ehrlich. Diese fucking Steuerung, ne? Es ist so mega scheiße empfindlich. Dieses Flugzeug ist so für'n Arsch. Fick dich doch, ernsthaft, ey, das gibt's doch nicht. Mach ich die Kacke schon mit dem Joystick, ey, mit dem Gamepad? Steuerung, die ist so kacke empfindlich, das ist unglaublich. Komm, ist mir kacke egal. Geh jetzt hier ins Menü und wenn der noch 80 Mal stirbt, würde ich sofort ins Menü kommen. Off you go! Don't check it! You'll be scored on how low you are relative to each checkpoint you pass, Julie. Oh, it. Singleplayer-Veranstaltung und der meint hier einen auf den fertigen Neustart machen zu müssen. Ist mir sowas von egal. Ja. Steht da A und so eine Kacke, ey. Ja, die möchte ich bitte. So. Dafür ist das Spiel echt beschissen gemacht. Fliegen ist bei dem Spiel einfach nur beschissen. Down there.
Falcon 4. Ah! Ey. Ich raste hier noch aus, echt. Ich raste noch aus. Wie beschissen kann das bitte umgesetzt sein? Ich glaube langsam, ich bin zu blöd für die Kacke hier. Es ist einfach so kacke empfindlich und. Off you go! Don't check it! You'll be scored on how low you are relative to each checkpoint you pass, Johnny. Ja, wir landen mal, ne? Wenn du abbremst, geht der Motor doch, oder was? Das kannst du ja auch vergessen, ey. Das ist das. Mann, der Rest ging ja gerade noch, ne? Off you go! Don't check it! Ja, ey, das Ding ist so kacke empfindlich. Ich raste echt gleich aus, Mann. Hör gleich auf mit der Scheiße hier. Bah, ernsthaft. Wenn das Ding einmal so ein bisschen hier im Trudeln ist, ne? Ist vergessen, ey. Ja, dann reagiert's gar nicht, dieses scheiß Flugzeug, ernsthaft. Ernsthaft? Nee, komm, das ist einfach beschissen. Diese Kacke hier, ernsthaft. Also ich bin auf keiner Konsole so blöd dazu gewesen. PS3, PS4, überall. Und auf dem PlayStation ist einfach nur scheiße, auf dem Computer ist einfach nur scheiße umgesetzt. Richtig beschissen umgesetzt. Boah, ey, kann der mich nicht einmal einfach neben mein Auto setzen, ey? Meine Fresse, echt.
Muss ich wieder sehen, wie ich hier irgendwie runterklettern kann, ey. Ah, dieses Spiel ist ab und zu so scheiße buggy. Setz mich doch einfach nur da unten hin, Alter. Warum spawn ich denn jetzt hier oben? Ey, ich raste gleich aus, echt. Ernsthaft. Mann. Sowas kotzt mich dann zum Beispiel richtig an. Der kann mich doch einfach da unten hinsetzen. Nein. Ich muss jetzt hier oben irgendwie auf so einem scheiß Gebäude spawnen, wo ich nicht runterkomme. Ja, da ist eine Leiter und er fällt einfach stumpf runter, ey. Hier, da, Leiter. Kannst du runterklettern? Ja, hier geht's auf einmal, wo es nicht so hoch ist, oder was? Mann, ey, ernsthaft. Also fliegen kann immer irgendwer. Ich werde es nicht tun.
Ja, teleportiert mich aber dahin, wo die Mission normalerweise wäre. Hä? Jetzt? Muss man nicht verstehen, ne? Warum ich jetzt da 2 Meter weiter oben schaute? Nein. Nein, das muss man nicht verstehen. Nein, nein, nein. Und warum spawnt mein Auto andauernd mitten auf der Straße? Will der mich verarschen? Da ist ein Parkplatz. Stell das da hin, verdammt nochmal. Ey, meine Fresse, ist das so schwer für ein Spiel. Warum ist der einfach off? Okay. Ja. Nehmen wir mit, ne? Ordner Narcoticaris. 35 Tage erst. Ist schon wieder das Gesicht weg. Das ist auch nicht normal. Ich baue es jedes Mal im Waffenladen wieder an. Und dann muss ich es. Baut sich selber wieder ab. Kein Kontakt, ist ja langweilig.
Wir nehmen den jetzt einfach mal. Das ist fett, der Rest. Das Ding ist ganz geil eigentlich. Ja, kommt schon angefahren, ey. Das hier macht ohne Kontakt in der Tat null Schaden. Das ist halt eher so ein Destruction irgendwie hier. Das Ding nur mit. Ne, nur mit Monster Tanks ist scheiße. Nur mit so alten Schrottkarren. Das ist bestimmt witzig. Ja, er ist jetzt fertig. Da kommt er. Miau. Der mit seiner Karre. Idiot, ey. Das ist kein Kontakt, der macht seine Karre kaputt. Mann. Boah, ey. Was ist das denn? Was sucht er sich denn für Gammelmissionen aus, ey? Das ist doch. Der Trick an sich gefällt mir.
Radrennen. Das ist aber gar nicht mit dabei. Ja. Alle Partie natürlich hier so eine Sunshine, ne? Lol. Ha, er auch. Alle. Sesse. Noch ein Unfall. Hä? Fuck it, Alter. Nur weil ich den einen hier verpasst hab, ey. Egal. Trotzdem noch zweiter, ne? Ja. Knapp mit Hitman. Was macht der Typ? Ist der Banane im Kopf oder was?
kann dieser Typ eigentlich? Ja, bremsen und lenken ist jetzt nicht so schwer bei diesem Spiel. Ist da der Weg, ey. Was ist das für ein Vollidiot? Robbie Williams and Kylie Minogue love this duet so much, they each put it on their albums. It's Kids. Ja, wow, genau. Ding, 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 ding. So, was haben wir denn hier? Das war nicht nett. Die Musik passt gerade gut zum Band. We'll be right back.
Was war das jetzt? Wollt ihr auf den anderen warten, oder was? Oh Mann, ey. Wow. Das war knapp. Alle draufballern, ey. Oh, jetzt geht das raus, schade. Ja, aber das Ding. Keine Ahnung. Hört sich gleich an. Ja. Oh mein Gott. Das sind zwei gleiche Autos, ey. Das geht ja. Es wird ja was lustig, ey. Vertrag wäre das, glaube ich, ziemlich eng geworden hier im Wald. Eieieiei. Ja, ich hätte lieber das Kleine nehmen sollen. Ja, den kleinen Buggy oder was auch immer das war. Nein! Nein! Oh. Stell dich jetzt hin, dreh hier keine Pirouetten, du Scheißteil. Der Panzer, ey, was ist das? Nein! Ah. Schönen Schlagabtausch, den es hier gibt, ey. Wo es hingeht. Ah, es gewinnt er. Okay, das ist meine Chance jetzt. Das ist jetzt. Was macht der da? Das ist meine Chance. Mein Motorschock hätte das gar nicht gepasst, unter der Brücke durchzukommen. Das ist das Ziel. Ich gewinne! Ein zweites hintereinander! Woohoo! Nice!
Ich würde mich wahllos im Baum verheddern. Ja, die Klippe hat mich auch ein wenig überrascht. Na, dreht er sich auch da? Ja. Danke. Oh, kommt auch ein bisschen Geld zusammen. Und Level 27. Bam, 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 bam. Was haben wir denn jetzt hier? Er will freien Modus, na gut. Wirbeltrommel? Verstehe ich nicht. Wirbeltrommel? Achso. Ah, lol, ja, jetzt, alles klar. Gut. Ich bin heute ein bisschen spät. Oh, der kurz nach zwei. Ja, ein Stündchen noch. Oh, jetzt wird mir aber gerade kalt hier. Oh. Du sollst mich doch nicht da spawnen. Spawn mich doch in meinem Haus. Was soll das denn? Egal. Mein Sumpenpaar hat 16.000 gemacht. Läuft. Hin nicht Gin, nein. Nicht nach dem Kater noch ein bisschen Gin. Was ist das für Musik, ey? Oh ja, das sieht auch geil. Nein, ich wollte nicht wechseln. Ich wollte nur gucken, wie es heißt. Wie sagst du uns bei der Bus hier? Ja, voll geil, das Teil. Na toll, ich habe meine Scheibe kaputt gemacht. Wollte ich gar nicht. Dicer. Anhalten, gute Führung. 2000. Ja, na sicher. Music. Sowas gerne mitsingen, aber ich bin total textunsicher. Ich kann mir keinen Text merken, keinen einzigen. Es sei denn, ich höre das Lied irgendwie zum 100. Mal oder so, dann geht's. Vielleicht. Nein, überhaupt nicht textsicher. Ein wandelndes eigentlich Pfeifkonzert bei Lieder. Aber ich möchte jetzt hier nicht pfeifen, weil das doch dann immer so sehr laut ist.
This here is a wide range of awesomeness. All right, then. Alles klar, Müller. Bis später. What do you think I'm doing? Du machst jetzt deine Taschen voll und gibst mir die, blöder Wichser. Mach jetzt hinne. Keine Zeit, Mann. Und der Mine. Hopp, hopp. Mach jetzt. Now get the hell out of here. Geht doch, Mann. So, bleib schön da stehen. Warum genau steht hier ein Boot mitten am Arsch der Welt? Aufgebockt und theoretisch endkranbereit. Muss ich nicht verstehen, oder? Warten die drauf, dass die Wüste hier wieder zum Meer wird, oder wird?
Der zweite. Ey, moin. Geh bei dir. Zigaretten da? Wie, du hast keine Zigaretten. Willst du mich verarschen? That is not okay. You hear me? Are you kidding me? What do you think I'm doing? Du gibst mir jetzt deinen Kohle, Mann. Sonst hast du gleich keine Zigaretten mehr da hinten stehen, Mann. Ach, dann sind da welche. Mach jetzt. Jetzt gibt's aufs Maul. Now get the hell out of here. Ich habe schon wenig. Hier so hinstellen. Ich brauche eben einen kurzen Moment. Ich bin gleich wieder da.
Channel switched. So, da bin ich wieder. Mal gucken, ob gleich hier der MC auch mit ankommt. Der ist gerade hier im TS. Nein. Es war doch mal vorher 15 Minuten. Abwesenheit. Oh, das waren die Speicherdienste gerade weg, ey. Das ist doch zum Kotzen. Microphone muted. Das waren jetzt nur irgendwie, keine Ahnung, 3000 oder so, aber ja, Zeitüberschreitung und Leute in der Sitzung. Klassische Blitzaktion hingelegt, was ist das denn? Ah, scheiße. Idle hands, homie, you know how it is. Hey, look, man, I gotta go, so holler at me some time. Yeah, man. Farm gangsters, homie. Hey, look, call me if something comes up, all right? Okay, online scheint. Oder? Ah, doch, funktioniert. Ich dachte, online wäre down jetzt. Boah, ich hab Gänsehaut. Ich weiß nicht warum. Eigentlich warm genug hier drin, ey. Ja, deswegen, okay, ich weiß. Der Typ duscht. Ah, ne, irgendwie voll komisch. Habe ich sogar noch, okay. Na, das hat doch gespeichert. Warum steht nur. Was will der denn speichern? Verstehe ich nicht.
sogar bei mir hier drauf. Nice. Ja. Und schon wieder ist die Kacklampe ab. Ich verstehe es nicht. Der speichert es nicht an dieser Scheißlampe. Mann! Force in the universe to achieve exactly what you want without changing a thing about yourself. That's right. Channel switched. Microphone activated. Dann machen wir es halt so. Hey ho. Kuckuck. Bereit? Ich bin fertig, ja. Okay. Der Textchat unten war gar ziemlich unlogisch. TS-Kanal hoch, deine Antwort bin in GTA 5. Ja, du schreibst ja gerade in GTA 5 mit mir. Ja. So, wenn man das als Außenstehender lesen würde. Ja, ja. Bin in GTA 5. Ach nee. Ja. Erzähl bloß. Ich dachte, du spielst Pokémon. Warte auf mir, ich bin hier oben irgendwo. Warte, ich muss erst da runter. Halte den Startmann mal raus. Oh, lauf die Treppe schneller, Mann. So, geht doch. Pack deine Waffe weg. Wie sieht das aus? Lass mich hier reingucken. Keine Karre. Nee. Hast du auch links speichern fehlgeschlagen? Hab ich links was? Speichern fehlgeschlagen über der Minikarte? Nee. Bei mir sind die Rockstar-Server irgendwie seit ein paar Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten irgendwie weg. Nicht erreichbar. Nö, alles normal. Willst du jetzt laufen? Wo ist denn der überhaupt? Ja, ich hab keine Ahnung. Der ist noch ein ganzes Stück weit weg. Der ist hinten bei Ammunition. Ja, ich will aber mit dem Auto, ich weiß nicht, ob du rauskommst. Das ist mein Problem. Schranke! Ja, kannst du nicht alles kaputt machen, einfach so. Das ist doch scheiß drauf. Das ist doch total warte, guck wenigstens, ob sie aufgehen würde. Nein, natürlich nicht. Das ist doch aber... Scheiß drauf! Meine Steuergelder! Ach ja, ich zahle auch dafür. Okay. Der Staatsanwalt, der sitzt im Auto. Deswegen, du würdest den so oder so nicht kriegen. Na gut, warte, dann... Die Mission haben wir doch, glaube ich, schon mal auf der PS3 gemacht. Ja, ich glaube auch. Der haut dann gleich ab, dann müssen wir den abballern, dann lässt er eine Tasche fallen. Ja, ja, genau. Das ist, der sitzt im Auto. Ja. Zu Fuß wäre das lustig geworden. Irgendwann Mission gescheitert. Scheiß Laterne. Ich hab da mal einen Wegpunkt gesetzt, ne? Der Weg ist so weit. Vielleicht findest du dich dann besser zurecht. Toll. An dem Wegpunkt ist er jetzt nicht mehr, und jetzt? Ja, ich kann nichts dafür, dass der sich bewegt. So, warte, langsam dahinter. Ja. Hol das Ding. Und ab dafür. So. Gleich verdientes Geld. Aber jetzt kommen doch, glaube ich, noch ein paar Leute, oder? Normalerweise kommen noch ein paar Autos, glaube ich, oder Bullen nicht. Doch, Bullen, zwei Sterne. Doch, doch. Aber die sind wir schnell los, zum Matratze oben. Fahr geradeaus. Ne, ja, so rum dann doch. Dann fahr ich jetzt geradeaus den Berg. Ne, fahr links. Ich wollte jetzt auch links fahren. Ja, ich halte die Fresse. Fahr einfach. Unten auf der Karte. Ich guck mir da die Karte. Ne, ich will dir sagen, wo wir dann schon mal zum Zielpunkt können, müssen, sollen. Rechts. Oh, ganz schnell rechts.
Oh, es war knapp. Eieieiei. Warte mal, geradeaus. Nein, nicht, das ist nicht geradeaus. Ja, ich weiß. Scheiße. Hör mir doch zu, wenn ich einmal was sage. Hör mir doch einmal zu. Hör mir einmal zu. Ich erzähle so selten was. Nee, da vorne ist noch einer. Ja, doch, stopp. Ja. Okay, ja, fahr. Und dann vor ihm rechts da. Jetzt schnell, sonst dreht er. Okay, passt, okay. Nein! Sind ausgestiegen. Jetzt sind sie tot. Die wurden. Ah, nee, da sind sie wieder. Ach du Scheiße, da kommt noch einer von oben. Ja, fahr rechts rein, rechts rein. Ja. Ah, die sind aber auch schwierig, ey. Waren die damals auch so schwierig? Nee, ich hab das Gefühl, dass die aggressiver geworden sind. Ja. Links? Ja, okay, perfekt. Perfekt. Ach, wir müssen hier oben. Ja, deswegen. Ja. Mit Razzo. Ich bin. Noch 60 RP, dann bin ich Level 16. Ja, nice. Ich bin jetzt Level 27. Ich hab vorhin ein paar Rennen gemacht. Ich hab schon gesehen, ey. Ich dachte mir, hallo? Zu Langeweile oder was? Oh, scheiße. Nee, passt. Ist der kürzere Weg. Jetzt hier vorne links. Das ist nur eine Einbahnstraße, deswegen zeigt das dir nicht an. Nee, ich habe einfach gestern, ich glaube, 10 Stunden GTA gestreamt. Und streamst du jetzt auch? Ja, klar. Immer. Okay. Hab gestern mit ein paar Kollegen vom First Clan ein Heist gemacht, die Vorbereitung und so, und dann steigst du halt ohne Ende auf. Ja, klar. Ja, war schon. Well, you're the talk of the streets, my friend. Can I call you that? I feel we will be great friends. Hey, look at this place. Isn't it beautiful? A modernist wonder home. Very significant. My business associate lives here. I bought it for her. For him. For her. For her. Because I like him, her, him, as him, her, here. It. Anyway, here. He, she, it, das Essen muss mit. Genau. Jo, das ist auch noch bei mir hängen geblieben. Good working with you, my friend. I'll see you again. And keep this house between us. Was ist das für? Her, him, her, he him, it. Her, him, he, she, it. He, she, it, das Essen muss mit. Ja, neues 10.000. 10 Riesen. Läuft. Und gut RP. Wunderbar. Läuft. 16. Lüppet. Das lüppet. So, hier, zack und zack und zack. Radfahren. Hab ich alle schon. Irgendwie weiter. Nee, ich nicht. Ich hab nur unten coole Methode. Ja, ist eigentlich scheißegal. Ich hab sie alle. Ich hab sie alle! Egal, fangen wir oben an. Die ist, glaube ich, die Menschenfreundin. Da steht leider nicht, von wem die ist. Simeon? Ich weiß es nicht. Befolgungsjagd, das müsste Simeon sein. Simeon, ja. Ja. Ja, ist einfach wahrscheinlich. Sag Bescheid, wenn Bright bist. Fertig. Okay. Ich habe ja nichts ausgegeben, von daher habe ich noch die ganzen Einstellungen. Ach ja, eben. Stimmt, du hast ja nichts. Ich habe ja geschossen. Ja, ich war ja Fahrer. Oh, Alter. Holy Kokett. Auto. Was ist denn das für eine Hupe? Bei mir ist ja keine Alarmanlage. Jetzt ist er auch vorbei. Warte, ich guck mal hier mal auf der Karte. Ah, hast du schon. Mit M. Über das M-Menü. Schnell GPS. Geht schneller als über die Karte andauernd. Aber ich kenne die. Ja, ich hab bei mir im Dingens geguckt, im wollte erst auf der Karte, wo der überhaupt ist, und dann im ach, wie heißt das? Im Interaktionsmenü. Ja, im M-Menü ist das bei uns. Macht man über M auf. Ja, bei mir ist Select. Diesmal bist du, der schießt. Ich fahre nur. Nee, wir müssen die Karre ja abholen. Ja, ja, aber du musst den Fahrer trotzdem rausschießen. Der fährt ja. Sie ist ja auf der Karte. Ja. Was nehmen wir denn mal?
Sollen wir erst ein Tränengas reinschmeißen? Nein. Dauert zu lange, dann ist er weg. Ja. Guck bitte schnell. Das Problem. Hier, irgendeine MP. Draufball und fertig. Schieß doch! Ich bin noch dabei! Ist tot oder was? Nein. Hast du keine MP? Man sagt das doch, wenn du keine MP hast. Ja, warte. Aua! Warte doch, bis ich stehe. Warte doch, bis ich stehe. Was machst du denn hier für ein Blödsinn? Blödsinn halt. Blödsinn. Raus mit dir, du Sack. Ah, Baum. Holen. Das und weg hier. Alter, was hab ich denn heute für ein Problem mit dem Autofahren, ey? Die ganze Straße ist frei, da steht. Die ganze Straße ist frei, da steht ein LKW und ich fahr rein. Mann, ich habe auch vorhin schon so Probleme gehabt mit dem Fliegen, ey. Ich habe Flugschule gemacht. Da gibt's eine, wo du so ganz knapp über den Boden fliegen musst, ne? Ja. Hab ich nicht hingekriegt. Ich hab's, glaube ich, dreimal oder viermal mit der Tastatur probiert. Fünfmal mit dem Gamepad habe ich nicht hingekriegt. Okay. Viel zu blöd für. Oder die Steuerung am PC ist voll für den Arsch, was das Fliegen angeht. Mit diesem alten russischen scheiß Jet, der ist so kacke empfindlich. Hallo, Bullen! Dein Taxi wartet schon. Interesting. Well done. Was ist interessant, Alter? Halt's Maul, ich klatsch dir. Ein Riesen? 2000. Gut. War in Ordnung. Hab ich denn mehr RP gekriegt wie du? Weil du den wahrscheinlich umgebracht hast. Das kann sein. Ich hab alle. Welche hast du denn nicht? Ich hab unten links habe ich schwere Autodiebstahl. Den hab ich. Ja, den hab ich und auch. Oben der Gutmensch. Ballast gegen die Wand, San Andreas, Soul. Der Gutmensch bringt 12.000. Der Gutmensch bringt 12.000. Der Gutmensch habe ich schon. Ja, ja, bringt aber trotzdem 12.000. Radikalko hast du noch nicht? Nee. Okay. Hast du Haftbomben schon oder Granaten? Granaten habe ich. Okay. Weil wir müssen da eine ganze Palette an Autos zerstören. Dann würde ich sagen, ich plante ein paar. Ich plante ein paar Haftbomben und dann hauen wir einfach ab und hören die aus sicherer Entfernung in der Luft. Oh. Ist eigentlich nur ein Hinfahren, an jedes Motorhaube eine Haftbombe, auf Wiedersehen. Oh. Bringt aber auch gut Kohle. Ich glaube auch so 10.000 oder so. Aber warte mal, das reicht mir jetzt so langsam, dass wir keine Karre haben. Warte. Ich kümmere mich. Steht doch einer neben dir. Nein, die ist hässlich. Das ist doch scheißegal. Da hinten ist ein Moped. When he rides, let me know. It's on the way. Verpiss dich.
Warum hol ich mir ein Auto? Wir stehen direkt daneben, Alter. Oh Mann, ey. Das ist das. Achso, das sind die. Nein, das sind nur die Autos. Das sind nur die Autos, mehr nicht. Warte, welche Taste war das? 8, nee, 5, 5. Ich hab. So, Sicherheitsabstand. Licht aus. Wir parken hier nur. Ja, boom. Oh, ist Silvester? Warum? Da explodiert alles. Guck mal, Silvester ist da. So, jetzt müssen wir abhauen, oder was? Nur zurückfahren, zum Autohaus. Mehr nicht. Mehr war das nicht? Nein, mehr ist das nicht. Ich glaube, die Gegner gar nicht? Nein! Die ist voll einfach. Alter, das ist doch voll die leicht verdientes Geld. Die ist Ich glaube 10.000 oder so bringt die. Wenn das viel bringt, dann können wir da noch ein paar Mal auf Wiederholen klicken. Die ist richtig Hammer, ey. Das ist, ich mag die. Das ist echt mal eine einfache Mission. Und mit Haftbomben, du brauchst 4 Haftbomben. An jedes zweite Auto. Bam, 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 bam. Fertig. Naja, klar. Auf Wiedersehen zum Autohaus. Feierabend. Geld kassieren. Wenn das jetzt noch ordentlich RP gibt, wenn das jetzt auch wieder so 2000 gibt oder sowas, dann können wir die ruhig nochmal so 3-4 Mal machen. Thank you, my boy. Thank you. I am honored to call you my son. By another mother. If you know what I mean. By another mother. Naja, Frieden und Liebe und sowas, ne? Ja, peace and love. Wie war das noch? At 9mm in Bild. 9mm in your head. Mission bestanden. So, was kriegen wir jetzt hier? 15 ist klar. 5000. Oder? Die hat bei mir das letzte Mal mehr gebraucht. Aber 1300. Ja, wir machen einfach irgendein anderes, ist scheißegal. ich habe für 2400 Haftbomben verbraucht und krieg 5000. Nicht so sinnvoll, oder? Nee. Naja, aber immerhin 50% Gewinn, ne? 50%. Ich habe 2400 Euro Haftbomben kaufen müssen und kriege 5000. Ja, du hast gerade 5% gesagt. Nein, 50. Dann kam die 0 vielleicht nicht. Oder genau, 50. Welche davon? Ich habe unten rechts, ich habe die ganze untere Reihe hier. Okay, dann... Immer der Reihe nach, Leute. 18.800 ist von Gerald. 18.800 habe ich auf der Liste stehen. Die hochwertigen schreibe ich mir auf. Immer der Reihe nach, okay, ist von Gerald 18.800. Da müssen wir ein paar Drogendealer abballern, Drogenpaket nehmen und das zurückbringen. Hat beim letzten Mal 18.800 gebracht. Ja, da warst du wahrscheinlich auch alleine, oder? Ja. Aber dürfte eigentlich keinen Unterschied machen, ob alleine oder mit mehreren. Bin fertig. Hab ja wieder nicht viel gemacht. Gar nichts eigentlich, ne? Nö. Oh, diese Gegend kommt mir bekannt vor. So, warte, wir müssen eigentlich nicht weit. Wenn du das über das Menü startest, bist du immer relativ nah dran. Die kenne ich eigentlich. Die müssten direkt um die Ecke sein, glaube ich. Egal, wir nehmen trotzdem mein Auto. Haben wir Deckung. Oder? Ja, wir nehmen es trotzdem, dann haben wir Deckung. Du Friseursalon. Schon mal hier schön Schleichfahrt anmachen und so. Ja, Big T ausschalten. Warte. Kommen wir da irgendwie... Warte mal, ich habe eine Idee. Nee, will ich doch hier hinter die Hecke. Nee, ich will, muss höher. In Fahrtrichtung. Ich muss höher. Wir müssen ihn und ich glaube dann seine Komparsen ausschalten. Also auf jeden Fall, glaube ich, alles töten, was da rumläuft. Aber warte, ich guck mal, ob ich mit dem Scharfschützengewehr was sehe. Mach dich schon mal bereit, falls sie schießen. Du bist in Deckung, ne? Ja, ich habe auch schon Waffe. Okay, ich guck mal eben. So, welcher ist jetzt Big T? Wahrscheinlich der da. Hab ihn!
Okay, einsteigen und Abfahrt, ich komme runter. Jetzt müssen wir nämlich schnell zu einem anderen, bevor der abhaut. Okay, komm rein. Schon mal die MP auswählen. Ich glaube, der fährt nämlich weg. Jo. Der wäre fast schön gewesen. Aber gut gelandet. Der wäre fast schön gewesen. Jo. Überhol mich nicht. So, hast jetzt davon. Blöde Schlampe. Zwei Autos. Im vorderen sitzt er. Warte, bei dem anderen schmeiß ich eine Annäherungsmine dran. Nee, Annäherungsmine nicht, die geht sofort hoch. Ja, ich weiß. Das, ja, es dauert so 5 Sekunden oder sowas. Ja, aber wenn wir vorbeifahren, nee. Lieber draufballern, am MPs. Nettes Drive-By. Ja. Und dann links überholen und auf Wiedersehen. So, da sind sie. Nice. Das geht ja fix. Alleine habe ich halt, alleine habe ich länger gebraucht. Farm an der Bay Tree Canyon Road. Ja, jetzt müssen wir an der Farm extrem viele ausschalten. Ey, da hättest du auch eben 180 Grad kehren und am Dingens vorbei, am Gefängnis vorbei. Echt? Ja, keine Ahnung. Ja, egal. Ja, das Radar ist so klein. Ich sehe das immer nie. Ich folge dann nur dem Wegpunkten. Ja, ich gucke ja unten auch, sind ja nur 2,5 Kilometer. Ah ja, stimmt. Deswegen, das war ganz in der Nähe. Ja, Zeit ohne Ende. Und da müssen wir auf jeden Fall jetzt ein paar Leute abballern, da sind ein paar viele. Ich glaube, ich muss mal gucken, wenn wir jetzt da sind. Ich glaube, ich bin von oben rangegangen. Da war es, glaube ich, am einfachsten. Mach du mal eben, ich zahle mal eben zur Sicherheit mein Geld ein. Wieder 25.000 auf dem Konto. Ja, nice. Ich habe 25 auf der Tasche und 60 auf dem Konto. Ja, ich bin jetzt bei knapp 100.000 wieder. Ich habe alles ausgegeben. Ich habe Autos getuned und so. Ja, ich habe ja gestern Waffen wieder neu geholt. Ich hatte ja nach unserer Aktion gestern musste ich mir erstmal wieder alles neu kaufen. Ja, ich auch. Ich habe aber nicht viel geschossen. Ich habe aber auch nicht so viel Munition wie du gehabt. Ja, ich bin von hinten ran. Machen wir jetzt genauso. Dann müssen wir nämlich einen Typen ausschalten. Und dann abhauen. Zeit, 24 Sekunden. Ja, ja, alles gut. Hä, warum steht der jetzt da vorne? Egal. Kriegen wir auch weg. Nee, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Weil ich gucken will, welcher das ist. Die da vorne sind es nicht. Wir müssen einen Typen ausschalten. Und dann abhauen. Einer von den beiden da ist das. Ja, der Typ da. Der rechte, ne? Und auf Wiedersehen. Ja, komm. Und jetzt das Motel. Das ist richtig krass. Das ist das ganze Hotel voll mit Feinden. Voll. Okay. Da bin ich einmal gestorben und dann, nee, Quatsch, zweimal. Und dann, habe ich mir eine andere Taktik überlegt, wie ich da dran gehe. Weil die stehen auf den Dächern, im Hotel, unterm Hotel, laufen auf dich zu, okay. In den Hotelräumen. Das ist jetzt richtig krass. Aber herausfordernd. Und ich meine, ich habe jetzt die großen Waffen. Große Scharfschützengewehr und so ein Scheiß. Ja, habe ich ja auch. Da hatte ich noch die kleinen Mumpeln. Vor allen Dingen, jetzt sind wir zu zweit. Ja. Was aber nicht heißt, dass wir unvorsichtig werden dürfen. Naja, klar. Deckung gehen und. Ich glaube auch wieder einen Typen ausschalten und dann alle anderen, die da noch rumlaufen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht.
Bisschen Spannungsmusik hier. So gesoffen oder was? Da ist Terrence aus. Ja, da ist gut. Er. Ja, das ist bei mir auch mal weggegangen und dann kam nichts mehr, deswegen, das hat mich ein bisschen gewundert. Muss ich mal eben kurz gucken. Ich glaube, der steht auf dem Balkon. Lass mich eben kurz schauen. Ich glaube, das ist der, ja. Nee, ist er nicht. Aber egal. Geh lieber in Deckung, geh in Deckung, in Deckung. Das ist schwer, die schießen. Links kommt einer rum. Zeig dich, Schlampe. Bam. Geht doch. Drecksack. Schieß auf den Kopf. Immer auf den Kopf zielen. Immer auf ja, die Weich... Oder die Weichteile. Der Treppe. Der stand hinter einer Treppe. So, da müssen auch noch welche sein. Da. Ich seh dich, du Wichser. Komm, zeig deinen Kopf. Bam. Oh, von wo kommt der denn? Ich glaube, irgendwo links muss noch was sein. Da, von irgendwo wurde ich angeschossen, aber ich sehe nichts. Ich gucke gerade. Zur Not auch immer mal auf die Balkons schießen, dann stehen die teilweise auf. Dann schießen die zurück. Nee, da ist keiner mehr. Da ist immer noch einer im Fenster, Alter, den krieg ich nicht da raus. Wo? Keine Ahnung, irgendwo da im dunklen Fenster sehe ich ihn ab und zu. Da ist auch einer hinterm Balkon. Genau der Typ. Da hab ich die ganze Zeit die Kopfspitze gesehen. Schon. Bam! Blöder Wichser. Da immer noch. Bam! Ha! Ich hab nur den Hinterkopf gesehen. Bam! Kopf weg. Ich sehe hier gar keinen, ey. Weil jetzt um, du Schwuchtel. Ich muss mal eben kurz eine neue Weste anziehen. Ich würde sagen, ist auch soweit, dass wir reingehen können. Sei vorsichtig, weil die sind echt krass. Ja. Also ich bin am ersten. Wunderbar, hier.
Okay, rechts ist ja, sauber. Wunderbar, ich bin drin. Fick dich, Schlampe. Hier, kriegst eine Schrotflinte ins Gesicht, Alter. Ich schleiche hier gerade rum. Das trainiert man so ein bisschen das Schleichskill auch gleichzeitig. Fuck, von wo kommt der? Vom Dach wahrscheinlich. Da sitzt der Penner. Sag, komm weg. Drecksack. Das ist noch einer, ey. Der ist irgendwo auf unserer Höhe hier. Ja, hier ist noch ein Raum. Da wird der drin sein. Ja, das Dach ist sauber. Chill, ja, chill, chill. Ja, chill, chill. Um die Ecke, BAM! Ja, so verstanden. 15. 18,6. Wow. Und 4,7. 3,8. Level 17. Man verbraucht auch ein bisschen Munition. Ich habe jetzt $542 Munition verbraucht, aber der Gewinn, der ist Hammer, Alter. Ich finde die geil. Ich finde die hammergeil, die Mission. Dauert zwar ein bisschen lange, oder länger, aber man kann sie nicht wiederholen, die Mission. Schade. Nicht direkt. Woran siehst du das, wie viel du verbraucht hast? Wenn ich nach der Mission über links Shift Munition nachkaufe. Ach so. Hier, Radikalkur 2 können wir machen. Das ist das gleiche wie gerade eben, Autos zerstören. Wobei, da müssen wir jetzt ein Auto rausholen und die anderen zerstören. Ich hab 1033 verbraucht. Ja, du hast mehr mit der Spezialkarabine, die Munition ist ein bisschen teurer. Ich hab Schrotflinte und Scharfschützengewehr. Ich mach das immer direkt nach der Mission. Shift und Steuerung, bam bam, fertig. Right? Yep. Die ist jetzt ein bisschen schwieriger wie die Radikalkur, die wir gerade gemacht haben. Weil, wie gesagt, wir müssen jetzt ein Auto rausholen und dann abhauen, weil da kommen, glaube ich, Bullen. Okay. Also ist nicht mehr ganz so ein Kinderspaziergang wie gerade. Gibt aber auch mehr, glaube ich. Hätten wir auch hinlaufen können hier in dem Fall. Ist direkt hier um die Ecke. Egal. Wenn man das mit der Liste startet, dann spawnt man immer direkt am Missionsziel. So, die gelbe Banshee da oben, die müssen wir rausholen. Hol du die da mal weg. Ich vermine das hier mal. Ah, ein bisschen Sicherheitsabstand hier. Drei, zwei, eins, frohes Neues! Das sieht so geil aus, immer noch. Wenn die so nach der Reihe explodieren, weil die gehen ja nicht gleichzeitig hoch, das ist so geil. Ratatantantantantantantant. Ja, Bullen. Oh, süß, 3 Sterne. Folge er mir.
Nee, runter, 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 Heli, 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 Heli. Runter. Oder? Ah, doch, könnte passt. Klappen. Könnte klappen, ja. Passt. Alles gut. Weil da unten könnte er dich vielleicht nee. Aussehen. Nee, nee. Ja, jein. Je nachdem, was für ein Winkel, ne? Ja, eben. Ich stand jetzt genau hinter der Mauer, das war eigentlich ganz gut, so wie der rüberkam. Gibt's hier oben eine Rampe? Ah! Gibt's hier... Nicht? Keine Ahnung, was weiß ich, aber das Auto müssen wir zurückbringen. Das machen wir nicht kaputt. Na kommt schon. Haut ab. Nicht hier reinkommen, ihr Schweine. Hopp! Ja! Oh! Oh. Knapp, bleib da, bleib da oben, bleib da oben, bleib da oben, bleib da oben, bleib da oben. Okay, die zu Fuß gehen wieder. Weil wenn die dich jetzt in der Karre sehen, kurze Zeit später verfolgen sie dich, glaube ich, wieder. Aber ist frei. Kannst raus. Ja, kannst runter und raus. Der läuft weg. Da ist keiner. Okay, passt. Stand aber auch jetzt nicht dabei, bring die Banshee in Sicherheit, sondern stand bei mir jetzt nur zerstöre die Autos. Ja, ja. Ich hätte jetzt im allerschlimmsten Fall hätte die Banshee mitgeschnitten. Habe ich beim ersten Mal auch gemacht. Wenn du ankommst, kriegst du unten SMS. Denk dran, die gelbe Banshee in Sicherheit zu bringen. Okay. Ja, die habe ich nicht gekriegt. Doch, die kriegt jeder. Ich hab sie nicht gekriegt. Deswegen hat mich das gewundert. Die kriegt aber jeder. Was wahrscheinlich nur übersehen, das ist ziemlich klein, das Fenster unten. Nee, ich habe ja extra nach unten geguckt in dem Moment. Okay. Aber letztes Mal hat sich jeder gekriegt. Bam. Erstmal schöne Delle reinmachen. Nee, ich habe gebremst, aber ja. Ja, ja. Macht er auch nicht. Great. Well done. Ja, gut, das ging ja jetzt auch noch, ne? Von der Mission her. Ja, es sind halt ziemlich einfaches Versteck in der Nähe. Ja. Acht Riesen. 1-8. Geschäftsschädigung und San Andreas Soul, die habe ich noch nicht. Geschäftsschädigung oh. Und San Andreas Soul. Ne, dann machen wir die hier. San Andreas Soul, die ist mit 4 Spielern einfacher, weil da musst du so einen Tanklaster klauen und den dann wegbringen und da ist besser, wenn du 2 okay. Autos hast, die voll bemannt sind. Einer fährt, einer schießt, so ungefähr. Ja. Fertig. Hat 21 Riesen? Boah. So, ganz easy. Komm mit. Das machen wir auf die, beziehungsweise komm mit, machen wir auf die einfache Tour. Ganz easy peasy. Reinfahren, nehmen, rausfahren. Nee, so einfach ist dann doch nicht. wir müssen schon ballern, aber wir machen es ganz einfach. Fahren wahrscheinlich rein bis zum Punkt, oder? Nee, da stehen die Feinde. Von hinten mit dem Scharfschützengewehr. Nee, das kannst du machen, wenn du zu viert bist. Dann stehen 2 oben auf der Brücke und die anderen beiden sind hier unten. Wir machen das ganz einfach. Reinfahren, oder? Bauen uns hier eine Deckung auf. Setzen uns hier hin. So, warte. Ich muss hier eben... nein, das will ich nicht. Das da. Bereit? Jo. 3. Warte, nein, warte. Irgendwie will der bei mir hier nicht. Ach so. Ja, so, jetzt. Ja, hopp. Ich sag doch, wir machen es uns einfach. Nicht aufs Auto, nicht aufs Auto. Da liegt nämlich das Paket. Wenn das in die Luft geht,
Sind alle weg, oder? Mhm. Mal gucken, ob der Reifen noch heile ist. Ansonsten nehmen wir die andere Karre. Meinst du hinten rechts? Der ist platt. Ja, dann nehmen wir die Karre hier. Die spawnt da als Fluchtfahrzeug. Gott, ey. Ist jetzt hier einer auf Schnulze machen, oder was? Das ist Nonstop FM, halt's Maul. Nein, eins weiter. Eins weiter, wenn ich verdammte Scheiße. Oh, Worldwide FM dran, bitte. Wohin? Fly low? Nein, Worldwide. Fahr du, ich mach das. Ja, dann hopp hopp. Ah, was? Weg da! Weg da, hab ich gesagt! Ja, ich dachte, es wäre eine Straße weiter noch. Also irgendwie ist heute nicht bei dir mitfahren, oder? Wieso? Sieht doch gut aus alles. Jetzt kommt der gesprächige Typ wieder. Ich mag ihn. Oh mein Gott, drei Wörter. Boah, fünf Wörter, ein neuer Rekord. Für 3000 Munition verbraucht irgendwie. 184. Nee, Quatsch, 300 irgendwas stand da. Ich gehe jetzt aber hier freier Modus, weil ich gucke jetzt gleich Formel 1. Dann grill ich nachher und dann bin ich heute Abend irgendwie gegen, weiß ich nicht, 6:30, 7:00, irgendwo da die Ecke bin ich dann wieder da. Bist du dann auch noch da, oder? Also ich bin den ganzen Tag zu Hause. Oder musst du heute Abend arbeiten oder sowas? Nein, nö. Wenn, dann wäre ich jetzt schon weg. Okay. Ja, ich guck dann jetzt ein bisschen Formel 1 und dann, ne, wie gesagt, bin ich dann nachher wieder da, so. Ja, ich schätze mal gegen 7. Essen gemütlich. Oh, alles klar. Erstmal hier jetzt eben hier den scheiß Ladevorgang abwarten, damit ich mir Geld einzahlen kann. Wie geht die schöne Wartemusik in Fahrstuhl noch? Ich weiß es nicht. Bing, 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 bing. Nein, keine Ahnung. Bin ein unmusikalischer Typ. $60,000. Nice. Das hat sich... Ja, mit dem von eben bin ich auch bei 60.000. Ja, insgesamt. 60.000 habe ich jetzt einbezahlt. Läuft. Ja, no. Hey Mann, das war saubere Arbeit. Ich melde mich demnächst mal wieder. Standard. Ja, hier steht jetzt bei mir: Speichern fehlgeschlagen, Verbindung zum Rockstar-Spielservice nicht möglich. Egal. Okay. Geht aber trotzdem raus. Vorhin hat es auch gespeichert, weil ich rausgegangen bin. Egal. Spiel. Verlassen! Yo! Ich bin raus.
Ja, wie gesagt, so 6:30 irgendwo, da bin ich wieder da. Alles oder? Klar. Ja, bis denn. Ja. Tschüssen. Channel switched. Ja, auch hier im Stream. Danke fürs jetzige Zusehen schon mal. Und wie gerade schon gesagt, wer Lust hat, weiter zuzusehen, wie wir Blödsinn machen, Geld verdienen und andere Leute töten und Autos zerstören, hoffentlich nachher nicht mehr so viele, der kann gerne so 6:30 nochmal einschalten. Dann müssten wir wieder da sein. In dem Sinne, bis später.